Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy 7 und wir machen uns auf, ein Schokobo zu züchten. Nicht irgendein Schokobo, nein. Wir werden so lange züchten, bis wir ein goldenes haben. Ich werde viel Off-Cam machen müssen deswegen. Ich werde euch ja bei jedem einzelnen Schritt erklären. Zuerst nehmen wir uns den blauen Schokobo vor. Dafür brauchen wir einen männlichen Walking Schokobo und einen weiblichen Running Schokobo. Und eine Karottennuss. Erstmal Walking Schokobos. Damit wir auch ganz sicher einen guten männlichen bekommen. Gehen wir südöstlich von Noscorell. Ja, das war Noscorell. Okay. Wo ist Noscorell? Noscorell. Noscorell, Noscorell, Noscorell. Es ist auf der anderen Insel. Ja. Kurve ziehen. Müssten gleich da sein. Ab, umdrehen. Noscorell. Und da steht südöstlich oder nordwestlich. Also nordwestlich wäre da. Ich glaube, ich habe immer südöstlich genommen. Also, warte mal, wo ist südöstlich? Also, das ist N. Ist das südöstlich? Müsste südöstlich sein. Hier müssten Schokobo-Spuren sein. Ja, genau, hier. Die Substanz Schoko-Dingsbums, da sitze ich sofort erstmal rein. Was tue ich dafür raus? Erkennen brauche ich deshalb nicht. Schokoboko-Köder. Ich hoffe, wir haben nur noch, um den Schokobo noch zu ködern zu können. Wir fangen 4. Wir können bis zu 4 fangen. Das ist schon mal keins. Hauen wir ab. Also, wir leveln nicht wirklich gut durch die. Und ich werde bei Endkämpfen... Oh nein, Joker. Das war's. Zenith ist tot. Wow. Ah, deswegen kämpfe ich nicht gern gegen die... Na, schafft ihr es mal abzuhauen? Danke, Zenita ist nämlich total am Arsch. Gerade der, er ist der Einzige, der wiederbeleben kann. Kann ich auch Zauber nicht benutzen. Phoenix wieder. So. Und nochmal. Ich mache das jetzt so lange. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich Walking Schokobos gefangen habe. Also, bis gleich. So, jetzt habe ich auch 4 Stück gefangen. Ich hoffe, das reicht. Die habe ich jetzt alle in den Stall geschickt. Logisch, dass die dann nämlich übers Wasser laufen können und dann später eigentlich nicht. Ja, was soll's. Ist halt eine doofe Logik. Und die zum Stall kommen. Ah, naja. Mal sehen, was wir haben. Wir brauchen natürlich einen weiblichen und einen männlichen.
nicht die beiden miteinander paaren, sondern wir brauchen einen für den roten oder einen für den grünen, einen für den blauen. Ich speichere hier vorher ab, obwohl wir brauchen ja noch Karottennüsse. Ich gucke nachher mal nach, wo... Normalerweise, ja, ich habe das Spiel länger nicht mehr gespielt, deswegen benutze ich noch eine Komplettlösung dafür. Aber wenn man keine Komplettlösung zur Hand hat, müsste man sich mein Let's Play halt anschauen. Hier, da sind unsere vier. Gehe ich mal da rein. Und schau mal nach, wie gut die sind. Wir brauchen keinen tollen, denn tolle kriegen wir nicht. Und wenn die toll sind, dann... Ja... Dann sind sie nicht Walking Chocobos, weil es gibt keine tollen. Nee, ne? Ah, da sollte man natürlich die... Der ist mittelmäßig. Hm, der Chocobo sieht toll aus. Toll? Ich denke mal, die, die richtig rasen, sind tolle. Das ist ein... Der sieht normal aus, der sieht gut aus, nenne ich das mal. Aber man sieht schon, ich kann ihn nicht auswählen. Also müssen wir die Konfiguration ändern. Denn ich muss mit Kreis auswählen. Erst dann funktioniert. Erst dann funktioniert's. Indem ich es mit Kreis auswähle. Finde ich bescheuert gemacht. Wenn man die Steuerung schon ändert, müsste die ganze Steuerung geändert werden. Wahrscheinlich nicht dafür. Tja. Nehmen wir den. Was ist das? Das ist ein Chocobo W. Supi, jetzt brauchen wir nur noch einen männlichen. Chocobo W. Da diese Chocobos eh wieder freigelassen werden, kann ich es eigentlich auch bei Schoko lassen, nenne ich es A. Weil ich immer so frei bin. Was ist das andere? Mal sehen, wir brauchen noch ein männliches, aber die beiden nicht miteinander paaren. Wie schon gesagt, wir brauchen ein männliches oder weibliches halt für den grünen und für den blauen. Und die Chance ist wahrscheinlich größer, wenn es ein weiblicher ist. Also beim weiblichen Walking Chocobo scheint die... Scheint es eher ein grüner zu werden und beim männlichen ein blauer. Auf jeden Fall steht hier blauer Chocobo kreuzt man einen männlichen Walking mit einem weiblichen Running. Was bist du? Wow, du bist männlich. Dich nenne ich B. Denn A wird mit A gekreuzt und B mit B. Kommen. Information. Chocobo freilassen und bei mir hat's geklopft. Ich melde mich später wieder. Bis nachher. Da bin ich auch wieder nach einer kurzen Unterbrechung. Freundin war da. Sie ist auch wieder weg. Jetzt müssen wir westlich von Midel. Wo zum Geier ist Midel? Warte mal, westlich von Midel? Midel ist da unten. Westen ist da. Das heißt nur... Hier. Ah. Gleich wieder eingestiegen. Super. Muss mir merken, dass ich jetzt mit X rausgehe. Da ich das, ich mache das jetzt so lange mit Kreis und so, bis ich fertig bin.
Und ich weiß nicht, wollt ihr sehen, dass ich sie fange? Ich glaube eher nicht, oder? Ich laufe erstmal dreimal so einem Monster entgegen und dann sehen wir weiter. Auf jeden Fall, es wäre viel zu langweilig, aber ich teste mal, wie schnell die down gehen. Okay. Gut zu wissen, dass ich mehr brauche, also da brauche ich das Gemüse. Ich würde mal sagen, ich fange mir 4 und dann sehen wir uns wieder. Sorry, dass ich immer abkürzen muss, aber ich will euch die ganzen Wege ersparen. Hier findet ihr also auf jeden Fall die Dashing, die Runnings. Fangt 4, so wie ich jetzt, damit ihr das Problem männlich-weiblich nicht habt. Willkommen zurück. Hier, wo ich jetzt stehe, habe ich vorhin gerade eine Substanz aufgehoben. Und jetzt gehe ich mal... ja, ich habe nur 2 gefangen. I'm so sorry. Vielleicht reicht's ja. Muss ich halt das nehmen, was da ist. Vielleicht habe ich ein männliches und ein weibliches jetzt. Du warst... Also weibliches B. Nö, ja. Männliches B. Das heißt, weiblich muss B genannt werden. Was zur Hölle? Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. So, ja, ich will raus. Das ist ein toller Schokobo. Genau, der rennt. Das ist ein toller. Reintun, was ist es? Es ist ein männliches. Männlich nenne ich... Ah. Weibliches wären B. Tolle sind natürlich am besten, finde ich. Jetzt muss ich nur noch ein tolles... Na, der ist nicht schlecht. Reintun. Es ist ein männliches. Wir sehen uns, wenn ich ein... Warte mal. Schock müssen wir weg. Schock muss weg. Aber ich habe eine Idee, bevor ich mich dran mache. Weg mit dir, Jock. Also bevor ich mich dran mache... Ah, lass mich in Ruhe. Bevor ich mich dran mache, ja, das Schokobo zu fangen. Das, was mir noch fehlt, das weibliche. Paare ich doch 2. Dafür brauche ich die Karottnuss. Die brauche ich, glaube ich, 2-mal. Und ich mache mir erstmal Licht an, weil ich nichts mehr sehe. So. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Was... Wo finde ich denn die Karottnuss? Nam, 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 nam. Karottnuss, Karottnuss. Karottnuss. Brauchen wir den 3-mal? Wir brauchen eine Seonuss und 3 Karottnüsse und wir fangen jetzt Karottnüsse. Wo ist es? Wir brauchen
sowieso auch noch für 40 Silkes Gemüse. Okay, Karobnuss, hat ein Dinosaurier. Ja, wir müssen zu dem Schokobo-Weisen. Ihr wisst nicht, wer der Schokobo-Weise ist. Oh, da waren wir ja auch noch nicht. Denn der verrät eigentlich einem, wo überhaupt diese ganzen Schokobos sind und was man dazu braucht. Aber das Problem an ihm ist, bis der einem alles gesagt hat, ist man das Spiel durch. So, der Schokobo-Weise müsste hier sein. Ist er genau hier? Ja, genau hier. Wir brauchen außerdem noch die Substanz stehlen. Wer kann das denn mal stehlen? Denn den Gegner, den wir besiegen müssen und... Wow, da ist ja schon einer. Ah, feines Gönn. Das dritte. Hoppla. Oh, es kommt nicht so vor, dass sich Leute an diesen Ort verirren. Ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist. Immer mal jemand war. Wer bist du? Ich bin... ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht. Ich bin senil. Weiß nicht, wer du bist. Ist schon länger her, dass ich drüber nachgedacht habe. Keine Ahnung, wie man mich genannt hat. Ach ja, sie nannten mich den Schokobo-Weisen. Richtig, genau das war's, den Schokobo-Weisen. Das würde niemand vergessen. Also, was kann ich für dich tun? Erstens, mir was verkaufen, ja. Denn wir brauchen Silkes Gemüse. 40 Stück. Wir können uns nur 6 leisten. Schlecht. Deswegen müssen wir die alle Substanz auch leveln. Denn ich glaube, ohne Silkes Gemüse geht schlecht. Dann gucke ich mal nach der Substanz. Alle. 13.456, bis sie fertig ist. Oh Mann. Ich denke mal, da werde ich noch ein Szenario vorschieben. Also so, dass dich halt das ein bisschen streckt, damit ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, halt zu trainieren. Und jetzt müssen wir einfach nur... Ich weiß außerdem, wo noch einer ist. Ich muss nicht vor dem Haus hier laufen. Denn diesen Dinosaurier, den ich suche, den gibt's auch woanders. Und zwar... Wo haben wir den? Wo haben wir den? Da. Landen. Danke. So, wo ist denn jetzt der Dinosaurier? Also, ich werde jetzt sagen, was ich machen werde. Ich werde vom Dinosaurier einfach Karottennüsse stehlen. Also eine Nuss stehlen, wegrennen, eine Nuss stehlen, wegrennen. Ich werde euch zeigen, aber wie der noch aussieht. So sieht er aus. Der Typ hat Unmengen an HP, was das Besiegen sehr nervig machen lässt. Was haben wir gestohlen? Konnte nichts stehlen. Stehlen, Mugen.
So, Tifa haut jetzt mal ordentlich rein, das würde ihn eh nicht umhauen. Ich kann auch versuchen, ihn zu erkennen, aber das selbst erkennen wird er nicht zulassen. Oh, bam! 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 Und wie ihr seht, konnte ihn das nicht... Und wir haben die Karobnuss geklaut. So, und jetzt hauen wir ab. Den Vorgang wiederhole ich jetzt noch zweimal. Aber das müsst ihr nicht sehen, also bis gleich.